Jetzt folgt ein Vortrag von Oliver Schmidt, FOSS hoch 5, ein Praxisbericht eines Serversystems mit Open Source GIS. Da wird er berichten, was er für Erfahrungen gesammelt hat mit dem Betrieb verschiedener FOSS-GIS-Produkte auf einem Server. Nach dem Talk wird es noch eine Fragesession geben. Die ziehen wir dann über die angekündigte Zeit des Talks drüber raus, weil die parallelen Talks dann ja sowieso schon begonnen haben und die Lightning Talks dann erst um 12 Uhr folgen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Vortrag FOSS hoch 5. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag FOSS hoch 5, Praxisbericht eines Serversystems mit Open Source GIS. Zunächst ein paar kurze einleitende Worte zu mir. Ich bin Diplom-Geograf und habe im Studium an der Uni Trier viele Kenntnisse in der Verarbeitung von zahlreichen Geodaten, vor allem im Bereich Fernerkundung und Meteorologie, sammeln können. Und bin seit 2014 beim Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation in Koblenz tätig und betreue dort ein Serversystem, das WMS, WFS-Dienste und auch Inspire-Dienste bereitstellt, und dieses System betreue ich seit 2015. Der Ausgangspunkt für dieses System, was ich jetzt hier vorstellen werde, war der, dass wir einen Datenimport, eine Datenhaltung und eine Datenbereitstellung wollten, die ausschließlich mit Open Source Software durchgeführt werden soll. Die Basistechnologie soll auch keine Kosten verursachen, keine Lizenzkosten sind dort eigentlich so die Anforderungen gewesen. Und wir möchten natürlich eine hohe Performance und Verfügbarkeit dieses Systems haben. Ebenfalls muss das System einfach zu skalieren sein. Wir möchten ja nicht, dass wir in irgendeiner Form irgendwann merken, okay, wir hätten vielleicht doch mehr CPU oder mehr RAM gebraucht und können dann nicht mehr das System erweitern. Das möchten wir natürlich vermeiden. Ganz klar müssen natürlich auch die OGC-Standards unterstützt werden. Das, denke ich, versteht sich fast schon von selbst. Allerdings sollen natürlich auch die Standards fast voll unterstützt werden. Wir möchten nicht irgendwie eine Zwischenlösung, wo irgendwie die Capabilities von einem WMS nicht stimmen oder was auch immer, sondern das soll natürlich alles dementsprechend, wie es die OGC auch fordert, damit es eben nicht zu Problemen in irgendwelchen anderen GIS-Clients kommen kann. Wir wollten eigentlich auch immer vermeiden, dass wir irgendwie Software selber entwickeln, um halt ja, bestehende Produkte nutzen zu können. Und ja, wie man sich vorstellen kann, die Eigenentwicklung von Software, gerade halt auch im Geo-Umfeld, macht mittlerweile eigentlich keinen Sinn mehr bei dem Angebot, was es am Markt gibt. Jetzt möchten wir mal so einen kleinen Blick auf die Hardware legen. Zunächst einmal ist es so, dass alle Server, die wir nutzen, virtualisiert sind. Das heißt, sind alles virtuelle Maschinen, die natürlich den entsprechenden Vorteil haben, ich kann sie verschieben, ich kann sie klonen, ich kann sie erweitern, also ich kann mehr RAM, mehr CPU, mehr Speicherplatz, das ist ja alles kein Problem. Bei einem dedizierten Server ist halt dann doch schon eher das Problem, dass dort natürlich irgendwann eine hardware-technische Grenze erreicht ist und ich halt tatsächlich Hardware aufrüsten müsste. Und das ist bei einer virtuellen Maschine ein bisschen einfacher, solange das natürlich die Farm, die Serverfarm unten drunter unter der virtualisierten Maschine auch mitmacht. Die Ressourcen, die ich benötige, sind natürlich immer abhängig von der Aufgabe des jeweiligen Servers. Heißt aber auch im anderen Umkehrfall, ich habe Minimalanforderungen, die in der Regel nie und nimmer ausreichen werden, wenn ich ein solches Produktivsystem aufbaue. Das heißt, wenn man irgendwo liest, Minimum Requirement 2 GB, das wird nie reichen. Ja? Dementsprechend muss ich natürlich auch in der Lage sein, so ein Serversystem bei gestiegenen Anforderungen erweitern zu können. Das heißt, wenn ich merke, ich brauche mehr RAM oder ich brauche mehr Speicherplatz, dann muss ich in der Lage sein, das auch erweitern zu können. Jetzt möchte ich mal gerade so ein bisschen den Blick auf die Hardware lenken, die wir hier bei uns auch im Einsatz haben.
Das ist einmal ein, ja, ich sag mal schon recht komplexes System. Da sehen wir hier auf der linken Seite mal so ein paar beispielhafte Eingabedaten. Das ist einmal die AFIS, die ATKIS und die ALKIS-DHK und auch noch die VBORIS-Daten. Und die verschiedenen Informationen, die verschiedenen Geodaten, die wir haben, werden bei uns in den Server PN1, das ist ein interner Prozessierungsserver, Processing Node bedeutet PN jetzt hier in diesem Kontext, werden importiert entweder als Shapefile, als NRS-Datei oder als CSV und werden dann dort mittels verschiedener Skripte in die Datenbank eingespielt. Und ja, wenn wir uns das jetzt anschauen, dann haben wir natürlich hier verschiedene Hardware-Requirements und da sehen wir halt hier, dass der PN1 mit 8 GB RAM und 8 CPUs ausgestattet ist. Es ist so, dass halt dieser Server zwar sehr viele Aufgaben parallel durchführt, aber das sind immer kleine Aufgaben, kleine Schritte. Also zum Beispiel der ALKIS-Import benötigt zwar sehr viele parallele Schritte, allerdings sind zum Beispiel die XML-Dateien, die wir importieren, immer recht klein, sodass die relativ schnell abgearbeitet sind. Die 8 GB-Grenze überschreiten wir gar nicht. Also wir kommen gar nicht in die Region, dass wir 8 GB voll ausnutzen. Von daher würde auch 16 GB hier wenig Sinn machen. Im Gegensatz dazu, eins unten drunter, steht der Server PN2. Das ist ein Server, der im externen Netz steht und der mit 64 GB RAM und 8 CPUs ausgestattet ist. Und dieser Server wiederum beheimatet Hale für die Inspire-Datentransformation und den Degree 3 eben auch für die Bereitstellung der Inspire-Dienste. Und hier benötigen wir tatsächlich die 64 GB, weil Hale bei einer Datentransformation nach Inspire sehr viel Arbeitsspeicher benötigt. Dementsprechend macht es auch Sinn, dass man dort an dieser Stelle halt einen Server mit viel Arbeitsspeicher bereitstellt. Hier sind die 8 CPUs wiederum das, was wir selten erreichen, weil hier parallele Aufgaben doch eher seltener sind. Wenn sie vorkommen, werden aber auch die 8 CPUs ausgenutzt. Die nächsten beiden Server, die sind exakt gleich ausgestattet. Das sind nämlich die Server DB1 und DB2. Das sind so beiden Datenbank-Server-Datenbankknoten. Beide mit Postgres 11 und Postgres 2.5 ausgestattet. Und auf diesen haben wir mit 4 CPUs und 32 GB RAM eine ganz andere Ausstattung. Und die Server mit 32 GB RAM auszustatten bedeutet aber auch, dass man die Konfiguration entsprechend anpassen muss. Dazu aber dann später mehr. Jetzt schauen wir uns mal die beiden Bereiche der Anwendungen an, nämlich den Map-Server und den Degree 3. Da haben wir beim Map-Server den AP1 und den AP2, die mit jeweils 8 GB RAM und 4 CPUs ausgestattet sind. Und bei den Knoten für den Degree 3 ist es so, dass wir dort mit 16 GB RAM und 4 CPUs ins Rennen gehen. Da ist es halt wirklich so, dass die 16 GB von dem Degree auch genutzt werden, zum Beispiel bei komplexeren, größeren Anfragen. Der Map-Server wiederum im Gegensatz hierzu nutzt die 8 GB RAM in der Regel gar nicht aus. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass diese 8 GB RAM jemals vom Map-Server beansprucht werden. Im Gegensatz dazu braucht der Degree die 16 GB ja ab und zu auch schon mal zur Verfügung. Zu guter Letzt haben wir noch zwei Maschinen, die als Lastverteiler existieren. Das eine ist der Balancer, der hat 4 GB RAM und 2 CPU-Cores und der macht nichts anderes als im Prinzip Apache-Anfragen auf die jeweiligen Application-Server zu verteilen und umzuleiten. Und deswegen reichen hier eben diese Hardware-Komponenten auch aus. Gleich konfiguriert haben wir den DB-Pool mit 4 GB RAM und 2 CPU-Cores. Das ist ein Datenbank-Pooler, also ein Lastverteiler für die Datenbanken. Der ist derzeit nicht in Betrieb, da aber auch später zu mehr. Und wir haben ihn erstmal so konfiguriert wie den Load Balancer, aber auch da muss ich natürlich zeigen, ob dieser Server eventuell mehr oder vielleicht auch mit weniger Hardware-Ressourcen auskommt.
Zur Basistechnologie, da haben wir uns für Debian GNU Linux 10, also die Version Basta, entschieden und das Ganze ist ohne grafische Oberfläche installiert, um eben ja, die ganzen grafischen Elemente uns zu schenken. Die müssen nicht gerendert werden, die brauchen wir auch nicht, was immer auf einem Server mit LibreOffice und Firefox. Deswegen einfach ohne grafische Oberfläche, Minimalinstallation, Apache noch dazu und SSH natürlich nicht vergessen. Und dann reicht das. Mehr brauche ich nicht auf diesem Server. Ne? Und alles andere installiere ich mir sowieso nach. Eine erhöhte Betriebssicherheit, das ist halt so eine ganz wichtige Sache. Und das ist das Schöne, das bietet mir Debian, denn Inkompatibilitäten zwischen der Fachsoftware und dem Betriebssystem sind fast ausgeschlossen, weil Debian als sehr konservative Distribution eigentlich darauf achtet, dass halt in allen Paketen, die sie bereitstellen, keine Inkompatibilitäten oder sonstigen Probleme auftreten. Das Ganze ist natürlich sehr gut, allerdings auf der anderen Seite habe ich dafür dann halt öfters auch Softwarepakete, die schon 1, 2, 3 Jahre alt sind, weil somit Debian sicherstellen kann, das läuft jetzt 100% wirklich mit dieser Version. Und wenn mir das dann noch ein bisschen zu konservativ ist, dann sollte man bei der Paketsuche von Debian auch mal in die Backports schauen. Die Backports sind ebenfalls von Debian getestet. Das ist auch darauf getestet, ob das kompatibel ist, ob es läuft. Allerdings gibt Debian hier nicht die Garantie, dass es funktioniert. Das heißt, man hat dort eine aktuelle Softwarekomponente, Beispiel MapServer 7.6, aber Debian gibt da nicht mehr die Garantie, dass das 100% und auch wirklich funktioniert. Aber tatsächlich ist es so, ich habe es bisher nicht erlebt, dass eine Software aus den Backports nicht funktioniert hätte. Ja, jetzt sind wir ein bisschen in Afrika angekommen. The Big Five. Eigentlich sind das ja hier diese 5 netten Tierchen. Zum Schluss haben wir ja eigentlich auch so einen kleinen Zoo an Software bei uns auf diesem System. Und dieser Zoo muss ja in irgendeiner Form auch zusammengehalten werden. Deswegen halt jetzt mal die Anspielung auf die Big Five. Und ja, fangen wir mal oben links an bei diesem netten Elefanten. Das ist natürlich bei uns PostGIS. Also jetzt nicht so schwer gewesen, die Assoziation. Unten haben wir dann das Nashorn, das ist PostNAS. Und dann gibt es hier diesen Büffel mit seinen Vögelchen auf dem Rücken, das ist Hale. Büffel ist ja immer sehr widerstandsfähig und Hale macht da auch sehr viel. Ja, also steht auch da sein Mann, seinen Büffel. Und dann haben wir hier unten einen wunderschönen Löwen. Und das passt meiner Meinung nach eigentlich zu diesem Map-Server-Logo. Ja, so der Löwe lebt in der Savanne und ist immer am Flusslauf immer unterwegs und guckt da, was es da gibt. Und dann haben wir hier oben noch einen Leoparden. Das ist dann jetzt Degree. Ist mir jetzt nicht so eingefallen, aber ja, passt jetzt. Schauen wir mal auf PostgreSQL und PostGIS. Hier ist es grundsätzlich so, da kann man ganze Vorträge und Bücher zu füllen. Das will ich jetzt nicht machen. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen da durch, wie wir das durchführen. Und es ist so, dass wir immer eine Vorlagedatenbank mit der PostGIS-Erweiterung in der Datenbank liegen haben und so relativ schnell eigentlich durch diese Vorlagedatenbank eine neue PostGIS-Datenbank erstellen können. Wenn man dann Daten importiert und auch wieder Daten exportieren möchte, dann ist es immer ratsam, dass man das in verschiedenen Datenbanken auch trennt. Ja, wir haben eine Datenbank, in die wir importieren und wir haben eine Datenbank, aus der wir exportieren. Zwischendrin findet eine Modifikation statt, durch Shell-Skripte durchgeführt und diese Modifikationen sind halt teilweise so umfangreich, dass halt eben das fast nichts mehr zu tun hat mit dem, was reingekommen ist. Deswegen ist es sinnvoll, eine eigene Datenbank anzulegen, was den Export halt ungemein vereinfacht. Wenn wir halt eben ein solches System haben, wo wir sagen, okay, wir trennen die Datenbanken, dann muss man natürlich auch logischerweise die User trennen. Und das haben wir hier gemacht. Es gibt getrennte Datenbank-User für den Import, die Bearbeitung und die Dienstebereitstellung. Und das hat natürlich den Vorteil, ich kann die Lese- und Schreibrechte steuern. Ja, ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich jetzt irgendeine Datenbankverbindung habe, die eventuell offen ist oder wo halt irgendjemand Schabernack mittreiben könnte. Nein, dann nehme ich einfach halt einen nur lesenden Benutzer, der keine Schreibrechte hat, der keine Rechte hat, irgendwas anderes zu tun, als die Datenbank dort zu lesen und trage diesen Benutzer als Datenbankbenutzer im Degree oder halt eben auch im Map-Server ein.
Natürlich muss man das in irgendeiner Form orchestrieren. Das macht man über Shell-Skripte und das zeige ich jetzt mal gerade anhand der nächsten Grafik. Jetzt zunächst einmal so diesen groben Ablauf. Das ist jetzt mal am Beispiel der Erstellung des Dienstes Karte RP. Wir sehen oben links kommen die Daten aus der ATKIS-DHK und werden über einen R-Sync auf den Server PN1 kopiert. Dort werden sie in einem Verzeichnis abgelegt und im zweiten Schritt wird ein Cronjob aktiviert, der nichts anderes tut, als im Prinzip über OGR die Daten in die ATKIS-Datenbank zu schieben. In einem dritten Schritt wird von dieser ATKIS-Datenbank eine 1:1 Kopie angelegt. Die bekommt dann eine entsprechende Benamung, dass ich die auch wiederfinden kann, hier in diesem Beispiel mit Jahr, Monat, Tag. Und in dieser Datenbank findet jetzt der vierte Schritt statt, in dieser neuen Datenbank, und dort werden die Modifikationen gerechnet, sowas wie Generalisierung und so weiter und so fort. Das Ganze dauert dann seine Zeit, macht jetzt erstmal nicht zur Sache wie lange. Und im fünften Schritt findet dann der Export dieser Datenbank, dieser modifizierten Datenbank statt, ganz klassisch über pgdump, zum Beispiel zu den Servern DB1 und DB2, die dann dort wieder über pgrestore wieder eine Wiederherstellung durchführen. Und schlussendlich hängt dann der Map-Server wieder an diesen Servern DB1 und DB2 dran. Und gibt die ganzen Dienste wieder nach draußen ins Internet. Erstmal an den Load Balancer und der dann halt ins Internet. Vielleicht nochmal den Schritt 5 ein bisschen genauer beleuchtet, weil der eigentlich so ein bisschen die ganze Magie beinhaltet, sage ich mal. Im Export passiert Folgendes. Wir möchten ja eigentlich vermeiden, dass wenn eine Datenbank neu eingespielt wird, beziehungsweise neu auf den Server kommt, auf den DB1 und DB2, wo er die Präsentation der Map-Server dann dranhängt. Da möchte ich ja nicht, dass diese Datenbank mal weg ist, weil da gerade ein Restore läuft. Und ich möchte auch nicht eine unterschiedliche Datenaktualität haben. Ne? Ich kann nicht in der einen Spalte schon die neuen Daten haben und in der anderen Spalte habe ich noch die alten Daten. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja einen gleichen Zustand haben in allen Tabellen, in allen Attributen und deswegen muss ich natürlich dort irgendwie was überlegen. So, und da ist es sehr ratsam, dieses Verfahren so zu gestalten, wie wir es hier gemacht haben. Also wir haben im ersten Schritt oben links hier in dem Kreuz auf der rechten Seite den Dump wieder, der in eine Datei geschrieben wird und über SCP auf DB1 und DB2 kopiert wird. Und da liegen jetzt die Dateien darum. Und jetzt triggert ein Skript, das auf dem PN1 liegt, ein Skript wiederum auf dem DB1 und DB2. Und dieses Import-Dump-SH-Skript macht nichts anderes, als im Prinzip die Datei zu nehmen und sie per pgrestore in eine Datenbank mit dem Suffix TMP zu schreiben. Und das kann seine Zeit dauern, es ist egal, ob das jetzt eine Minute dauert oder eine Stunde oder einen Tag. Der macht jetzt diesen Restore und das läuft. Und wenn das fertig ist, dann ist im Prinzip so, dass dann das Import-Dump-Skript die Datenbanken umbenennt. Und im ersten Schritt, das ist jetzt unten links in dem Kreuz zu sehen, wird die Unterstrich-Old-Datenbank gelöscht. Ich habe also noch TMP und die eigentliche Datenbank, die präsentiert werden soll. Und im letzten Schritt wird dann eine Umbenennung von der eigentlichen Datenbank in Old durchgeführt und von TMP in den Zielnamen, in die jetzt aktuelle Datenbank. Das Umbenennen dauert, keine Ahnung, weniger als eine halbe Sekunde. Nach außen hin bekommt das eigentlich kein Nutzer mit. Und wenn man das ganze Ding noch nachts macht, dann hat es eh keiner gemerkt. Das ist halt eben ein Verfahren, was sehr sicher ist und wenn da irgendwas schief geht, habe ich immer noch meine Old-Datenbank und kann die durch einfaches Umbenennen wiederherstellen und kann die Daten wieder nutzen. Nun, jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn ich halt so ein System halt habe, wie komme ich eigentlich auf diese einzelnen Daten, wo ich jetzt am Anfang mit der Hardware da sagte. Ja? Der größere RAM zum Beispiel ist nur sinnvoll, wenn auch wenn die Konfiguration entsprechend angepasst wird. Und ich glaube, bei PostGIS oder Postgres-Konfigurationen, das ist immer so ein Thema, da sind sehr viele Leute immer ein bisschen unsicher, wo muss ich denn jetzt hier an diesen 1000 Schrauben stellen. Wenn man sich einmal die Postgres-Conf angeschaut hat,
Da stehen halt viele Sachen drin und da kann man Bücher lesen und das Internet auf Links drehen. Da findet man immer wieder irgendwelche Antworten. Aber meist ist es so, dass diese Informationen einfach einen erstmal überfluten. Und einen guten Anhaltspunkt für einige Einstellungen bildet das Online-Tool PGTune. Kann man sich auch lokal installieren, wenn man das möchte. Und PGTune ist eigentlich recht simpel. Man gibt hier die Parameter von seinem System ein und man bekommt hier auf der rechten Seite dann angezeigt eine beispielhafte Postgres-Conf raus. Und man kann dann dort diese Daten einfach in seiner Conf-Datei eintragen und dann mal schauen, ob das System besser läuft, ob es was gebracht hat. Und in den meisten Fällen ist es so, dass es halt wirklich dann eine sehr gute Performance-Steigerung gibt. Also weg von den Standardeinstellungen und hin zu optimierten Einstellungen. So, und dann schauen wir uns natürlich auch mal jetzt so ein bisschen den Import an. Wenn wir halt uns das so anschauen, haben wir halt sehr, sehr viele Importe, die über den OGR PostNAS-Treiber laufen, nämlich Alkis und ATKIS. Schauen wir uns mal beim Alkis an, wie wir das durchführen. Dort nutzen wir für den Alkis-Import den Norbit-Alkis-Importer, auch inklusive dem Post-Processing, wobei wir dort natürlich nicht alle einzelnen Schritte benötigen. Also habe ich einfach diese Post-Processing-Skripte aus dem Post-Processing rausgenommen, sodass ich mir die Rechenzeit einfach sparen kann. Die Postleitzahlen, die benötige ich für einige Produkte und Dienste, sodass wir die halt entweder einmal aus den Hauskoordinaten nehmen oder bei neu gebauten Gebäuden dort eine Verschneidung mit den Shape-Dateien der OpenStreetMap durchführen. Die haben wir noch ein bisschen verbessert, angepasst. Es gibt da so ein paar Gebiete, die sehr, sehr interessante Führungen von Postleitzahlengebieten haben. Da haben wir dann nochmal reingeschaut in die Shape-Dateien, die angepasst und die dann halt in unseren Server mit überspielt. Anschließend nach diesem Import findet noch eine Berechnung der Flurstücksabschnitte statt. Das ist ein Algorithmus, den hat Norbit für uns mal geschrieben und entwickelt. Diese Informationen werden dann für andere Dienste noch benötigt. Zusätzlich haben wir noch 15 eigene Post-Processing-Skripte, die wir geschrieben haben. Für Dienste, zum Beispiel den Alkis vereinfacht Dienst von der ADV, aber halt auch Geokodierungsdienste, die bei uns genutzt werden. Und diese Informationen werden natürlich dann nochmal gesondert erstellt. Und wenn wir uns mal auf die Laufzeiten schauen, das ist schon ein Brett. Ja? Also wir haben den Alkis-Import, der läuft schon 16,5 Stunden. Dann haben wir das Post-Processing, das läuft nochmal eine ordentliche Zeit. Zum Schluss sind wir 96 Stunden beschäftigt, um Rheinland-Pfalz komplett zu importieren, das Post-Processing durchzuführen, unser eigenes Post-Processing durchzuführen und den Dump und Restore auf den neuen Datenbanken durchzuführen. Hier gibt es sicherlich noch Optimierungspotenzial, aber das ist jetzt erstmal so der Stand, mit dem wir halt arbeiten müssen. Die Alkis-Produkte, die wir halt daraus generieren, möchte ich nur mal gerade zwei Stück zeigen. Das ist jetzt hier auf der linken Seite der Dienst Liegenschaften RP. Das ist ein Basisdienst, der beinhaltet nicht alle Informationen, die das Alkis beinhaltet. Das ist auch nicht die offizielle Liegenschaftskarte, denn dieser Dienst hat eine Monatsaktualität, ist aber von seiner Darstellungsqualität her 1:1 das, was auch die Liegenschaftskarte zeigt. Das ist also keine grafische Verschlechterung oder irgendwie eine Simplifizierung von irgendwas. Es ist im Prinzip original Alkis, aber es findet hier eben nicht die komplette Darstellung aller einzelnen Informationen statt. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Dienst Alkis vereinfacht und dort die Flurstücke und die Gebäudebauwerke. Und auch dieser Dienst wird eben in diesen 15 eigens erstellten Post-Processing-Schritten abgeleitet. Dann haben wir einen Dienst, der, denke ich mal, einigen bekannt sein dürfte. Das ist der Dienst Karte RP. Der wird aus dem Basis-DLM abgeleitet. Und hier ist es so, dass wir halt einmalig einen Erstimport durchführen. Meistens ist das so, einmal im Jahr gibt es einen Erstimport und ab dann wird dieser Dienst mit täglichen Differenz-Updates versorgt. Das Ganze läuft dann übers Basis-DLM
mit den Daten, die halt einfach nur über das reine OGR-PostNAS importiert werden. Hier kommt jetzt nicht der Norbit-Importer mit dem ganzen Alkis-Post-Processing zum Tragen, das würde ja keinen Sinn machen. Deswegen wird hier im Prinzip einfach nur der normale PostNAS-Import genutzt. Das Post-Processing und die Generalisierung dieser Daten dauert in etwa 2 Stunden. Das ist durchaus annehmbar, damit kann man halt auch arbeiten. Das kann man auch in einer Nacht locker rechnen, ohne dass man da jetzt in irgendeiner Form Probleme bekäme. Das Ganze führt dann zu einer tagesaktuellen Darstellung der Karte RP und somit halt auch des Basis-DLMs. Und diese Karte RP wird auch genutzt als Grundlage für die Darstellungen des Basis-DLMs vom LVGL im Saarland und im HLBG in Hessen. Dort heißt es dann Karte SL und ich glaube Hessen-Basiskarte oder so ähnlich. Und dieses Verfahren ist jetzt schon seit vielen Jahren etabliert, wird auch immer wieder verbessert. Und nochmal gerade so eine kleine Impression davon. Auf der linken Seite sehen wir jetzt ein Zoom-Level, das halt sehr weit draußen ist. Gehen wir ein bisschen näher rein, kommen sehr viele Informationen dazu. Wir haben auch noch später mal noch zusätzlich die Shade noch dazu genommen, dass man so ein bisschen Schattierungen sieht. Das ist eigentlich auch ganz nett. Und wenn man dann ganz nah ranzoomt, dann kommen halt weitere Details zum Vorschein. Und das Ganze ist dann halt schon sehr stark detailliert, was man natürlich dann auf den größeren Zoom-Level nicht darstellen könnte. Man sieht jetzt hier in dieser Reihe eigentlich sehr schön auch die Generalisierungen, die hier stattfinden. Dann möchte ich kurz ein paar Sachen zum UMN-Map-Server sagen. Wir nutzen ihn auf Debian 10 über die Backports mit der Version 7.6. Haben natürlich damit dann einige Möglichkeiten mehr, gewisse Dinge durchzuführen. Was wir halt so in den letzten Jahren festgestellt haben, Map-Files können sehr schnell sehr lang werden. Da bietet es sich an, wirklich mit den Includes zu arbeiten, die der Map-Server ermöglicht. Das Ganze ist natürlich toll, wenn ich halt zum Beispiel meine Metadaten in so ein Include-File auslagere, dann kann ich halt dort diese zentralen Parameter in einer Datei ändern und muss nicht durch, keine Ahnung, 50, 80 Map-Files durch. Wir haben eigentlich über all die Jahre festgestellt, dass der Map-Server ein performantes Antwortverhalten besitzt. Er lastet das System relativ gering aus, da der Map-Server-Prozess auch keinen großen Footprint im System hinterlässt. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Grundsätzlich das nochmal als Tipp, wenn man Indizes erstellt, sollte man immer dabei dran denken, wenn ich Attribute über ein WFS abfragen möchte, bitte, bitte auch da immer ein Index drauf. Sonst kann das sein, dass halt ein Filter, der auf diesen WFS läuft, extrem lange braucht, sich totläuft, in Timeout rennt. Deswegen wäre da immer die Empfehlung, im Zweifel Index auf die meisten Attribute, die man halt abfragt. Die Geometriespalten, dass man da einen Index draufsetzen, GIST oder ähnliches, das denke ich ist selbstredend, aber ich will es hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Auch das führt natürlich dazu, dass halt gerade bei großen Daten die Performance sehr gut ist dann. Empfehlenswert ist grundsätzlich immer eine Fassade für den Map-Server zu nutzen. In unserem Fall ist das eine FCGI-Fassade, um den Serverpfad zu verschleiern. Vorprozessierungen beschleunigen natürlich ein WMS und ein WFS im Gegensatz zum Beispiel zu einem Join im Map-File. Also wenn ich da anfange, im Map-File zu joinen und zu machen und zu tun, dann braucht halt einfach der Map-Server viel länger, um halt den Dienst entsprechend zu rendern. Bei einem WFS, der sehr viele Features beinhaltet, wird es immer angebracht, halt mit dem WFS Max Features zu arbeiten. Wir haben dort zum Beispiel bei den meisten Diensten 100.000 als Beschränkung gesetzt. Das reicht auch in der Regel aus. Wenn man aber dann jetzt sagt, ich möchte ja eigentlich meine Features zählen, wie viele ich jetzt zu erwarten habe, wenn ich einen Dienst automatisiert abfrage, dann geht das so nicht. Dann kommt da auch wieder 100.000 zurück, wenn ich dann Resolve Type gleich Hits eingebe. Und wenn ich das möchte, dann muss ich diesen schönen Parameter ersetzen, der dann WFS Max Features Ignore for Resolve Type Hits auf True zu setzen ist. Und dann funktioniert das auch. Dann bekomme ich halt eben die Gesamtzahl der Features zurück. Jetzt gehen wir in einen anderen Bereich, jetzt gehen wir mal zu Inspire rüber. Dort haben wir Hale Open Studio im Einsatz. Das ist eine ETL-Software, die ist vergleichbar mit FME.
Es ist im Prinzip eine Software, die wir nutzen, um halt die 3A-Daten beziehungsweise die Daten aus dem PostNAS-Schema auf Inspire zu mappen. Und dort findet auch dann anschließend eine Datentransformation statt, die in der GML-Datei abgespeichert wird. Und ursprünglich war es so, dass man die Mapping-Tabellen der ADV, die es da mal irgendwie vor Jahren gab, für Inspire, diese wurden in Hell-Projekte überführt. Das heißt, man kannte dann in dem Moment den Weg von 3A nach Inspire. Ja, das war dann eindeutig modelliert, eindeutig beschrieben. Und wenn man dann halt diesen Weg von 3A nach Inspire kennt und auch der Weg von 3A nach PostNAS bekannt ist, eben durch den PostNAS-Konverter, dann ist es eigentlich nur noch ein kurzer Weg zu sagen, okay, ich brauche jetzt nur noch das Mapping von PostNAS nach Inspire. Und das hat damals dann halt vTransform für uns durchgeführt. Das ist die Firma, die halt den Hale-Support anbietet. Und somit hatten wir dann im Prinzip eine Möglichkeit, aus unserer PostNAS-Datenbank direkt Inspire-Daten zu rendern. Hier mal auf der linken Seite ganz kurz mal ein Ausschnitt aus einem solchen Mapping. Das ist das Mapping von Hale von AX-Flurstück nach Cadastral-Parcel. Und das Ganze führen wir natürlich nicht über eine grafische Oberfläche aus, sondern Hale wird dann bei uns über eine Kommandozeile Aufruf ausgeführt, und das Ganze machen wir hier mit einem kleinen Shell-Skript, was man hier auf der rechten Seite sieht. Und dann werden im Prinzip über dieses Tool die entsprechenden Inspire-Datensätze errechnet. Damit transformieren wir alle Annex-Themen, die uns betreffen natürlich. Und das sind im Prinzip dann alle Basis-DLM, DLM50 und DLKM-Themen, die wir damit transformieren. Anschließend findet nach der Transformation ein Upload nach Degree 3 per WFST statt. Und das Ganze haben wir extra in zwei getrennte Schritte geteilt, um eben Transformationsfehler zu vermeiden, die dann vielleicht eventuell direkt in den Inspire-Dienst landen würden. Das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen gibt es hier diesen getrennten Schritt. Zum Schluss möchte ich auch noch sagen, wir haben einen partitionierten WFST wegen zu großer Datenmengen. Also wenn ich dem jetzt hier 6,3 Millionen Cadastral Parcels gebe, dem Degree 3, das ist zu viel, das funktioniert nicht. Deswegen haben wir einen partitionierten WFST gemacht. Das Ganze führte dann eben aber auch zu einer Anpassung des Degree 3 Quelltextes in unserer Installation. Da wurde halt ein Prüffeature ausgeschaltet. Jetzt gerade auch noch mal was zum Degree 3, den wir einsetzen. Das Ganze wird bei uns im Docker-Container ausgeführt. Somit können wir relativ schnell den Degree auch austauschen gegen eine neue Version. Und jetzt zu dem, was wir dort geändert haben. Wir haben die Prüfung auf interne Referenzen deaktiviert, weil es eben sonst Probleme mit dem partitionierten WFST gäbe. Der Inspire Workspace für den Degree wird bei uns über das Docker-File in den Container gemountet. Das heißt, der liegt bei uns auf dem Host-System und somit ist dieser erstmal persistent und kann auch bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, ohne dass ich jetzt da irgendwas im Container nochmal machen muss. Ein Negativpunkt für den Degree ist die schlechte Performance beim Rendering der Inspire WMS. Das liegt einfach an dieser sehr verschachtelten Struktur des Inspire-Daten oder der Inspire-Daten, wie sie in der Datenbank auch abgelegt sind. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. So, und wo es Big Five gibt, gibt es natürlich auch Little Five. Und die fünf kleinen Freunde, die wir haben, das ist einmal der Apache Webserver, das ist der Apache Tomcat, der Docker, PGPool 2 und zu guter Letzt GeoHealth Check. Der Apache Web Server ist bei uns im Einsatz und ja, sämtliche HTTP und HTTPS-Anfragen und auch das Load Balancing nach außen werden über diesen Apache abgewickelt bei uns grundsätzlich. Wir haben da nichts anderes im Einsatz. Wir möchten natürlich damit vermeiden, dass wir da jetzt in irgendeiner Form sehr viele Konfigurationen irgendwo durchführen müssen. Wenn wir natürlich Konfigurationen haben, liegen die an einem zentralen Ort, aber auch hier machen wir den Trick, dass wir dort über Includes diese zentral in die Apache 2-Conf reinnehmen, weil sonst haben wir eine Apache-Konfiguration, die einfach zu lang und zu groß ist. Sollte es bei dem Problem mal irgendjemandem auftreten, wenn man WFS hat,
der durch ein Substitute irgendwelche Ersetzungen machen soll, also wo der Apache irgendwas ersetzen soll, zum Beispiel einen Serverpfad oder sowas, dann können halt WFSe mit großen Features, mit vielen Stützpunkten ein Problem bekommen. Und da ist sowas wie Substitute Max Line Lengths ein Parameter, den man sich anschauen sollte. Wir haben den hier auf 30 Megabyte gesetzt. Das reicht zum Beispiel für die Landesgrenze Rheinland-Pfalz über ein WFS ohne Probleme rausgeben zu können. Wenn man solche Änderungen durchführt in der Apache-Konfiguration, muss ich die natürlich überall durchführen, also sowohl auf den Applikationsservern, wo der Apache läuft, als auch auf dem Load Balancer. Zum Tomcat, da bin ich eigentlich ganz schnell fertig. Den nutzen wir nur für den Degree 3 im Docker-Container. Wir machen keinerlei Anpassungen an der Tomcat-Konfiguration. Alle Antworten und Anfragen werden durch den Apache-Server geleitet. Das heißt, zum Schluss ist der Port 8080 nach außen geschlossen. Der Tomcat ist bei uns in dem Falle nur Mittel zum Zweck, dass halt dort der Degree und dass der Degree sozusagen drin leben kann. Den Docker setzen wir ein im Umfeld von Degree 3 und GeoHealth-Check. Auch hier das, was ich eben schon gesagt habe, die Datenverzeichnisse werden immer als externes Volume reingemountet und die Logdateien werden bei Degree 3 im Container und auf dem Hostsystem abgelegt. Das Ganze hat natürlich dann einen entscheidenden Nachteil. Ich muss diese Logdateien an verschiedenen Stellen löschen. Und hier bietet es sich dann halt an, Logrotate erstmal auf dem Host einzurichten. Und dass man dann auch die Logs im Container löscht. Wir haben das jetzt auf 5 Tage gestellt. Das ist auch für uns vollkommen ausreichend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Docker zuverlässig in der Anwendung ist. Es gibt auch kaum Leistungseinbußen. Und das ist im Endeffekt eine gute Software für solche Zwecke ist. PGPool 2 ist bei uns derzeit noch nicht im produktiven Einsatz. Es ist eine High-Availability-Lösung für PostgreSQL und ist eine umfangreiche Konfiguration, bis der dann halt mal performant läuft. Und eine Alternative dazu ist PG-Bouncer. Wie gesagt, hier sind noch deutlich mehr Tests und Untersuchungen nötig, um dazu was sagen zu können. Aber das ist etwas vielleicht für die nächste Foskis, wo man da mal ein paar neuere Erkenntnisse dann zu sagen könnte. Der GeoHealth-Check ist bei uns im Einsatz, um halt natürlich die Dienste, die wir bereitstellen, zu überprüfen. Es empfiehlt sich immer, diesen GeoHealth-Check nicht auf dem gleichen System zu installieren, das überprüft werden soll, sonst macht das nicht viel Sinn, wenn es einen Serverausfall oder Ähnliches gibt. Nach Möglichkeit sollte man vielleicht das Ganze in einem anderen Rechenzentrum installieren oder wenigstens in einem anderen Teilnetz des Hosters installieren, was natürlich dann nochmal bei Ausfällen eben ja einen etwas früher dann auch warnt. Der Einsatz ist bisher noch testweise, allerdings möchten wir da in Kürze eine dauerhafte Nutzung vom GeoHealth-Check in Angriff nehmen. Jetzt noch kurz ein Ausblick und auch auf weitere Entwicklungen. Bei PostNAS, da wird nächstes Jahr und auch dieses Jahr schon natürlich die GeoInfoDoc 7 irgendwie so ein bisschen relevant werden. Das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf PostNAS und die Hale-Alignments. Wir haben den PostNAS-Import bereits auf GeoInfoDoc 7.1 anpassen lassen. Das war eine gemeinsame Beauftragung mit den Kollegen aus Hessen und dem Saarland. Und wünschenswert wäre natürlich auch sowas wie eine tagesaktuelle Bereitstellung der Liegenschaftskarte. Das heißt, dass wir Differenz-Updates inklusive dem Post-Processing mit PostNAS durchführen könnten. Und das Ganze sollte möglichst auch weniger Zeit in Anspruch nehmen, sodass halt nur die Sachen auch tatsächlich neu prozessiert werden im Post-Processing, die sich auch geändert haben. Wenn also jemand hier von den Zuhörerinnen und Zuhörern Interesse an einer Weiterentwicklung in die Richtung hat, würden wir uns auch freuen, wenn wir da vielleicht irgendwie gemeinsam irgendwas beauftragen könnten. Beim Degree 3 gibt es direkt 3 große Blöcke. Das ist einmal eine Performanceverbesserung des WMS-Renderings. Das lassen im Moment die Kollegen aus Brandenburg umsetzen. Wir haben die Umstellung von Java 8 auf Java 11 OpenJDK beauftragt. Das ist auch gerade aktuell in der Entwicklung.
Und zu guter Letzt haben die Kollegen aus Bayern die Implementierung von Breutsch 8 angestoßen. Auch das wird in Kürze umgesetzt und dann auch im Degree landen. Die 3A-konformer Alkes WFS soll ebenfalls mit Degree 3 realisiert werden. Da sind wir im Moment noch so ein bisschen in der Findungsphase, wie wir das genau machen. Aber auch hier haben wir mit den Kollegen aus dem Saarland und verschiedenen Kollegen aus den Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern bereits gesprochen. Auch da ist Interesse da. Aber auch hier nochmal der Aufruf, wenn da irgendwie Interesse da ist, sind wir auch immer froh drüber, wenn wir da Unterstützung bekommen. Wie gesagt, wir müssen noch die Hale Alignments auf GeoInfoDoc 7 anpassen und was halt vielleicht auch noch aus IT-Sicherheitsaspekten noch ganz wichtig ist, ist die Inbetriebnahme einer Web Application Firewall zusätzlich zum Grundschutz, den wir halt in unserem Rechenzentrum haben. Und naja, wie das so ist, es kommt noch garantiert ganz viel mehr. Fazit, vielleicht gerade noch mal so drei Sätze dazu. Wir haben hier ein sehr stabiles und zuverlässiges Gesamtsystem. Das läuft jetzt seit 2015, immer wieder mit Updates natürlich versorgt, immer wieder auf das neueste Betriebssystem gehoben. Es ist eine tiefe Einarbeitung notwendig und man braucht auch Schulungen. Also in allen Bereichen alles in die Tiefe zu können, ist, glaube ich, utopisch. Wir haben einen hohen Einsatz von eigenen Lösungen. Das beschränkt sich allerdings hier in diesem Falle auf Shell- und SQL-Skripte. Und außer den Hardwarekosten und wenn wir was weiterentwickeln lassen, entstehen halt auch keine Kosten im laufenden Betrieb. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Wir können skalieren, erweitern und Updates auf eigene Faust durchführen. Das heißt, wir sind nicht von der Firma abhängig, wir sind nicht von Lizenzkosten abhängig, die sich irgendwie pro CPU oder pro RAM oder was auch immer berechnen. Und wie eben schon gesagt, Kooperationen sind immer willkommen und wir würden uns da natürlich auch freuen, wenn wir dort gemeinsam an Software-Weiterentwicklungen anstoßen könnten, die dann halt auch vielen, vielen anderen zugute kämen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hier nochmal die Kontaktdaten von mir. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Es kamen schon einige Fragen im Fragenbereich zusammen. Ihr könnt auch noch jetzt während der Fragensession weitere reinstellen oder für die abstimmen. Am meisten Interesse bisher hat die Frage bekommen, sind eure Norbit-Tools Open Source? Ja, also im Prinzip das, was die Firma Norbit bereitstellt, das ist der Norbit Alkes-Konverter. Der ist frei verfügbar, den kann man auf GitHub runterladen. Ich glaube, den Link habe ich auch im Tagungsband drin. Ansonsten findet man den eigentlich über eine Google-Suche sehr schnell. Der ist umsonst. Das Einzige, was wahrscheinlich da nicht stehen wird, ist ein Tool, das sich Flurstückabschnittsverschneider nennt. Damit werden halt die Flurstückabschnitte berechnet. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob der irgendwo da hochgeladen ist. Okay, vielen Dank. Dann kommen unter PostGIS materialisierte Views im Verfahren zum Einsatz? Also im Endeffekt, wir haben viel probiert. Wir haben mit Views gearbeitet, wir haben mit materialisierten Views gearbeitet. Zum Schluss sind es halt im Prinzip einfach ganz normale Tabellen, die wir vorbereiten, die wir auch dann dort im Map-Server nutzen, auf die zugegriffen wird. Weil im Endeffekt, ob jetzt eine materialisierte View oder eine Tabelle, da haben wir keine großen Unterschiede mehr festgestellt. Also es ist keine echte View im Einsatz in den meisten Fällen, weil sonst müsste ich auch immer den Originaldatenbestand ja mitliefern und der ist im Zweifel deutlich größer als das, was ich über eine vorprozessierte Tabelle halt abbilden kann. Dann kam noch die Frage, werden Importe aus Alkes etc. manuell vorgenommen oder gibt es eine Schnittstelle? Na gut, was heißt manuell vorgenommen? Also wir haben im Endeffekt den Norbit Alkes-Konverter, den wir per Cronjob antriggern. Und das Ganze ist im Prinzip so, dass wir von der Datenhaltungskomponente irgendwann
eine Paketlieferung bekommen in einem fest definierten Zeitraum. Das ist meist so Mitte des Monats. Und da prüft halt dann ein Cronjob jede Stunde, ob er dort Dateien zu findet. Ist das der Fall, spielt im Prinzip der Norbit-Alkis-Konverter diese Dateien ein. Da ist noch eine kleine Prüfung, dass halt nicht der Import 2-, 3- oder 4-mal losläuft. Und ja, das ist im Prinzip unsere Schnittstelle, wenn man es so möchte. Aber es ist eigentlich ein normaler Cronjob, der ein Skript ausführt. Mhm. Ist dieses System Teil von Mr. Map? Nein. Also Mr. Map wird ja von den Kollegen der GDI bei uns entwickelt. Das ist einmal gerade ein Flur für mich rüber. Und Mr. Map ist ja im Prinzip eine Diensteverwaltung, eine Registry. Und das, was wir hier im Prinzip haben, ist im Prinzip ein Geodatenserver, der erstmal nichts anderes tut, als Dienste bereitzustellen, WMS und WFS. Die muss ich natürlich irgendwo verwalten können. Ich kann die einfach nur so raushauen und dann ist da eine URL. Aber das ist dann halt die Aufgabe von Mr. Map. Also bei uns hört es im Prinzip an der Stelle auf, wo wir sagen, hier ist eine URL von einem WMS und einem WFS, viel Spaß, macht was damit. Und ob das dann in einem Geoportal registriert wird, ob das jemand direkt abruft, über Internet, Intranet, ist total legal. Unser Server macht im Prinzip ab dem Moment Schluss. Und was danach mit dem Dienst passiert, ist dann halt zum Beispiel Sache von Mr. Map. Dann kam da wohl eine Verständnisfrage noch. Was ist mit Vorlagedatenbank gemeint? Man kann ja im Prinzip in Postgres eine Datenbank anlegen. Die ist leer. Da ist zum Beispiel das Schema drin. Da habe ich im Prinzip meine Extensions einfach drauf. Und die kann ich halt dann einfach über die Funktion, dass das halt als Vorlage genutzt werden soll für eine neue Datenbank, wieder aufrufen. Da muss ich nicht überall Create Extension, PostGIS und so weiter machen. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man einfach schon was Fertiges da liegen hat, was man einfach wieder reinladen kann und nutzen kann. Wie gesagt, da sind dann keine Daten drin, das ist halt wirklich nur das Grundgerüst, das Schema. Dass diese Template 0 und Template 1 Datenbank, die PostGIS genau. Sind. Die nennen wir halt einfach anders. Die heißt dann eben nicht Template 0 und 1, sondern die heißt dann irgendwie 3A-Template und PostGIS-Template oder irgendwie sowas, damit man weiß, was ist denn das überhaupt. Ja, das ist eigentlich mit Vorlagedatenbank gemeint. Mhm. Dann, was ist die Schwierigkeit der Betriebssystemaktualisierungen in diesem System? Naja, was heißt Schwierigkeit? Also es ist erstmal so, das System ist live, sollte also irgendwo, sage ich mal, ein Datenbankproblem auftreten während des Updates, also was weiß ich, irgendwie stürzt mir der Server ab oder was auch immer, irgendwas Schlimmes passiert, dann fällt das natürlich sofort auf, weil dann halt einfach die Dienste stehen. Und da ist natürlich so ein bisschen zu schauen, dass wir halt da wie so ein Wartungsfenster halt einführen. Das haben wir halt jetzt gemacht, wo wir halt auch vorher Snapshots erstellen lassen, sodass halt bei einem Update, wenn da wirklich was schief gehen sollte, was zu 99% der Fälle nicht passiert, aber das 1% hat man schon mal gehabt, dann ist man froh, wenn man einen Snapshot hat, der man einfach wieder herstellen lassen kann von den Systemadministratoren, vom Rechenzentrum, und dann ist man wieder raus aus der Nummer. Ein Testsystem, auf dem ihr solche Sachen schon mal ausprobieren könnt, was habt ihr da nicht in Betrieb, oder? Das haben wir aus dem Grund nicht in Betrieb, weil wir halt von jedem System zwei ihrer Art haben und bei größeren Updates halt den einen Server sozusagen immer aus dem Verkehr ziehen, dass der gar nicht live nach außen ist, und der andere läuft halt dann 1:1 noch weiter. Bei großen Sachen, also was weiß ich, wir machen Debian-System-Update von Debian 10 nach 11 oder irgendwie sowas. Da machen wir natürlich schon ein Testsystem nebendran, wo man auch mal spielen kann. Und wenn man das System halt kaputt gemacht hat, dann ist es halt ein Testsystem. Aber bei, ich sag mal, den normalen Betriebssystem-Updates, die da tagtäglich kommen, da machen wir das nicht. Dann ist da eine Frage, die ich jetzt selber nicht ganz verstehe. Ich lese sie einfach mal vor. Ist es perspektivisch geplant, nur auf Open-Source-Produkte umzusteigen? Tauscht ihr euch über euren Workflow und das Setup mit anderen Bundesländern aus?
Also im Prinzip Open Source ist eigentlich alles auf der Maschine. Da ist jetzt nichts dabei, was irgendwie Closed Source ist. Ich kenne jetzt zwar die Lizenzen nicht alle auswendig von der Software, die da drauf läuft, aber da ist nichts drauf, was Closed Source wäre. Also was wir halt versucht haben, auch rauszuwerfen, sind so Sachen wie Oracle. Also das war halt eben nicht mehr mit dem Oracle Java da arbeiten, sondern halt eben mit dem Java OpenJDK. Das ist inzwischen ja sowieso die Standardimplementation. Genau. Ja. Dann kommt noch mal was zur Versionierung, aber diesmal die der Datensätze. Wie versioniert ihr die? Nur die Änderungen an den Sätzen oder regelmäßig einfach eine ganze Spiegelung? Und sind die in eurem Setup, Moment, jetzt muss ich die Frage nochmal lesen. Und sind in eurem Setup Tools, mit denen ihr schnell eine DB mit underscore old abgleichen könnt? Also Frage 1 oder Teil 1, wir versionieren die Datensätze schon, und zwar bei den täglich sich ändernden Datensätzen haben wir immer Zugriff auf die letzten 3 Datensätze, weil es kann ja auch ein Wochenende dazwischen sein. Bei den monatlich sich aktualisierenden ist es so, dass wir immer die letzten 3 Monate aufheben, und bei den anderen Datensätzen, die halt jetzt auf diesen Servern liegen, die die Datenbanken präsentieren. Also wir haben immer noch einen internen Server, das ist dieser PN1, den ich am Anfang vorgestellt habe. Da halte ich im Prinzip die Daten versioniert vor, und in den Server, der die halt nach außen präsentiert, ist immer nur der vorherige Datensatz vorhanden. Sollte also im Prinzip etwas im vorherigen Datensatz auch kaputt sein, müsste ich im Prinzip erstmal den Dump anschmeißen vom PN1 auf die Datenbank-Server, die außen stehen, die halt nach außen abgeben. Das ist aber tatsächlich noch nie vorgekommen. Also der Unterstrich old hat mir eigentlich immer geholfen. Wir haben ein paar Diff-Funktionen uns in Postgres oder in SQL geschrieben, die halt eben Abgleiche fahren können, wobei im Prinzip meistens, wenn da halt irgendwas schief läuft, irgendwas im Bereich vom Dump schon schief gelaufen ist, was wir auch schon vorher abfangen. Also wir gucken, sind die Dumps zum Beispiel annähernd gleich groß, ist eine größere Abweichung von über 1% vorhanden, wird der Dump erst gar nicht eingespielt. Genau, und der zweite Teil der Frage war ja dann gewesen, ob ihr euch mit anderen Bundesländern austauscht. Genau, das war oben noch von der Frage. Genau, das habe ich fast noch vergessen, eben zu beantworten. Ja, natürlich tauschen wir uns aus, denke ich, ist im Vortrag auch rausgekommen. Wir sind da im engen Kontakt mit den Kollegen aus Hessen, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen, und ja, wir haben auch schon mit anderen Kolleginnen und Kollegen uns ausgetauscht. Regionalverband Ruhr, da haben wir auch immer mal wieder Austausch mit, und also das ist, denke ich mal, normal, dass man da miteinander spricht, hey, wie macht ihr das? Dann sind da wohl welche auch an eurem Austausch mit der Community oder so interessiert, da kam nämlich noch die Frage, seid ihr auf GitHub? Nein, tatsächlich sind wir nicht auf GitHub. Also es gibt ein Repository, das damals mit, ja, ich sag mal, Skripten von der Karte RP befüllt wurde. Das liegt aber, glaube ich, im Postnas-Trunk noch irgendwo. Wir sind tatsächlich mit unseren Sachen nicht auf GitHub, aber die Überlegung, dass wir halt da auch gewisse Sachen, die wir erstellt haben, mit anderen teilen, steht im Raum. Aber das ist halt im Moment nicht der Fall, dass wir da auf GitHub sind. Habt ihr eure Sachen anderswo öffentlich verfügbar, oder? Nein, bisher nicht. Dann sehe ich ja gerade im Chat kam noch die Frage, kann man die Kontaktdaten noch nachreichen? Ich weiß nicht, welche da genau gemeint waren. Vielleicht kann das sich nochmal gerade der Johannes W. nochmal präzisieren, welche Kontaktdaten, ob er die jetzt von mir meint oder von irgendwas anderem. Ja, zwei Fragen sind da noch, aber ich sehe, wir haben schon 11:55 und um 12 geht es ja weiter mit den Lightning Talks. Von dem her, denke ich, brechen wir hier das ab.